Hey Leute, ich hatte jetzt knapp 2 Wochen Zeit, um mal das CGM-System von Medtronic auszuprobieren. Dieses kontinuierliche Messsystem ist auf den Einsatz mit einer Pumpe von Medtronic ausgelegt. Das heißt, an dem Sensor sitzt ein Sender, der die Werte direkt an die Pumpe schickt, auf die man dann einfach gucken muss, wenn man seinen Wert ablesen möchte. Doch da kommt auch schon der ganz große Vorteil von so einem CGM-System. Man muss nicht mit einem Gerät erst in die unmittelbare Nähe kommen, sondern die Werte werden die ganze Zeit an ein eigenständiges Gerät gesendet, welches dann auch anhand der Werte Alarme abgeben oder die Pumpe sogar stoppen kann, falls man in der Nacht mal nicht die Unterzuckerung merkt. Das würde einem ein schlimmes Aufwachen ersparen. Und zwar ist es bei mir ziemlich blöd gelaufen. Am Donnerstagabend hat sich der Sensor nach 6 Tagen abgeschaltet, hat mich ganz normal schlafen gelegt, ja, und am nächsten Morgen war ich nicht richtig ansprechbar. Also ich hatte zwar meine Augen auf, aber ich habe wohl gar nicht reagiert. Meine Eltern haben mir Traubenzucker in den Mund gesteckt. Ich habe alles ausgespuckt, auch trinken. Dann haben sie mir die Notfallspritze, also die Glucagenspritze gegeben. Ich kann mich an das alles überhaupt nicht erinnern. Ja, und das lag halt daran, dass ich in der Nacht mehrere Stunden zu tief war. Und da hätten mir die Alarme halt so viel geholfen. Der Alarm hätte mich wach gemacht, ich hätte Traubenzucker genommen und das Aufwachen am nächsten Morgen wäre halt einfach viel besser gewesen. Und an dem Zeitpunkt habe ich auch erst richtig gemerkt, ja, Alarme sind geil und ich will die unbedingt haben, damit so eine Scheiße nicht nochmal passiert. Doch leider ist es bei mir so, dass der Sender und der Sensor keine Werte abspeichern. Wenn ich also beim Sport meine Pumpe abmache, ist nachher in dem Verlauf des Blutzuckers ein Loch. Und im Gegensatz zu dem Freestyle Libre hält der Enlight auch nur 6 Tage. Danach muss man wieder einen neuen setzen. Aber das ist wohl ein Problem, das alle CGMs so an sich haben. Obwohl manchmal hält er auch gar nicht 6 Tage. Denn zum Beispiel war es bei meinem zweiten Testgerät so, dass der abgerissen ist. Ich weiß auch nicht wieso, auf einmal war er ab und hat keine Werte mehr gesendet. Aber apropos Setzen. Das Setzen fand ich zumindest sehr kompliziert gelöst. Aber na gut. Wenn ihr wissen wollt, wie der Sensor gesetzt werden möchte, guckt euch einfach mein Video dazu an. Link hier oben rechts in der Infocard oder in der Infobox. Wo wir natürlich gerade schon beim Meckern sind. Bei zumindest meiner alten Minimed-Pumpe ist die Anzeige echt grottig und sich da den Verlauf anzugucken macht wirklich keinen Spaß. Aber das ist wohl bei der neuen 640G von Medtronic anders. Doch auch hier wieder ein großer Pluspunkt. Man hat seine Werte einfach immer und überall dabei. Man muss also kein großes Messgerät mit sich rumschleppen. Einfach auf die Pumpe gucken reicht ja schon. Obwohl das Messen an sich nicht direkt wegfallen kann, da der Sensor alle 12 Stunden kalibriert werden möchte. Aber wie ist es eigentlich so, den Sensor am Körper zu tragen? Am Anfang war es echt noch ein bisschen ungewöhnlich, da der Sensor natürlich schon ein bisschen schwerer und größer als zum Beispiel das Libre ist. Aber nach 1-2 Tagen hatte ich mich dann auch schon daran gewöhnt. Ach ja, und falls du auch mal öfter als alle 6 Tage duschen möchtest, kannst du das natürlich auch machen und musst dazu noch nicht mal den Sensor abkoppeln. Ganz einfach, du kannst schwimmen und duschen, alles geht damit. Also, ich finde den Enlight echt klasse. Er ist auf keinen Fall perfekt. Und Medtronic könnte ihn echt mal auf den Stand der Zeit bringen und zum Beispiel eine Handy-App herausbringen. Aber er hat einfach diesen riesen Vorteil des Alarms und der Abschaltung der Pumpe. Dafür sehe ich wirklich gerne über die Schwachstellen hinweg.